Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Soviet Republic hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind jetzt hier gerade mal im Pausemodus und hören uns ein bisschen Gedudel an oder Musik von dem Spiel, obwohl ich kann es eigentlich auch nebenbei laufen lassen. Das hat einen gewissen Grund, denn ich muss ganz kurz auf einen Kommentar eingehen von Keks, der mir sehr viele Hinweise gegeben hat, wie ich denn hier so bestimmte Sachen noch verbessern kann. Und zwar mein Experiment mit dem Feld, was ich gemacht habe, das hätte ich einfach mal ein bisschen länger machen, laufen lassen sollen, weil wenn ich dort Arbeiter hinbringe, dann bestellen die das auch ruhig. Ich muss dann halt das Zeug bloß abholen mit einem LKW. Einen gedeckten hat er, glaube ich, drüber geschrieben. Also das müsste dann ein geschlossener LKW sein, den ich dann dorthin schicke, um von dort die Ernte abzuholen in ein Lager oder ähnliches. So, das nächste ist, Gebäudebaustellen gehen in der zweiten Phase mit einem Kran erheblich schneller. Das heißt also, wir werden jetzt mal ganz kurz gucken, was kostet uns denn hier ein Kran? Das Fahrzeug können wir ja kaufen, wir haben 117.000. Hey, Mann, wir sind doch fast reich. Wir werden einen Turmdrehkran kaufen, 30 Meter oder 45 Meter, was ist da der Unterschied? Ich habe absolut keine Ahnung, Motorleistung, dann kaufen wir gleich den großen, wenn es denn sein muss. So, der sollte jetzt dann auch hoffentlich zu einer Baustelle gebracht werden und hoffentlich auch zu dieser Baustelle gebracht werden und nicht zu dieser. Ah, das werden wir ja sehen, dass, wo er jetzt hinfährt, weil wenn er den jetzt hier hinbringt, ich glaube hier ist noch gar nicht... Doch, da sind auch schon alle Ressourcen für die zweite Stufe. Aber er bringt natürlich zu dieser, weil die jetzt hier quasi in der To-Do-List weiter oben steht. Das ist schon mal ganz cool. Das heißt also hier, wir haben jetzt den Turmdrehkran auf der Baustelle. Ich habe mich schon gewundert, warum Fahrzeuge auf der Baustelle hier zwei erwartet werden. Muss ich ehrlich sagen. Und jetzt haben wir ihn mal hingestellt und jetzt sollten hier, ja, sehr schön, wie die Arbeitstage jetzt hier runterpurzeln. Wunderbar. Gut, also recht herzlichen Dank für diese Tipps. Nochmal, ich habe es auch drunter geschrieben und in den Kommentar, aber wirklich danke, danke, danke. Arbeiter suchen den ersten Arbeitsplatz, wenn sie den sie zu Fuß erreichen, bevor sie zum Bus gehen. Das heißt also, wenn ich hier die Baustelle offen habe, gehen natürlich die Leute, wenn sie diesen Arbeitsplatz eher erreichen würden, als einen anderen Arbeitsplatz, der dann hier in der Nähe ist, gehen sie halt eben auch nicht zum Bus. Deswegen finde ich dann hier auch keine Leute. Deswegen ist die Reduzierung, die ich gemacht habe hier, was ich unbeabsichtigterweise und ohne größeres Wissen gemacht habe, natürlich schon mal nicht verkehrt gewesen. Denn dadurch habe ich hier an dieser Stelle, und dann sehe ich auch, ich weiß warum zwei, dann kann ich zwei Kräne aufstellen, geht es wahrscheinlich noch schneller, ne? Naja gut, wir machen erstmal nur mit einem Kran weiter. Brauche ich denn noch Rohstoffe? Habe ich denn alles? 7,6 Tonnen Stahl und 12 Tonnen Bretter. Da ist mir auch noch was eingefallen. Theoretisch könnte ich ja eigentlich auch einen permanenten Kauf, einen automatischen Kauf auf immer auf 14 Tonnen Stahl, 14 Tonnen Ziegel und 14 Tonnen Bretter haben. Weil dann sind die immer zur Verfügung und werden immer nachgekauft, wenn ich sie dann wirklich brauche. Und kann immer abgeholt werden. Und dann kann auch nicht, weil ich dann irgendwann mal 100 Tonnen kaufen muss, wegen irgendwas, kann ja nicht dann sein, dass dann damit mal gesagt wird, ach ja, da fehlen, oder nee, ich kaufe jetzt zu viel davon. Ne? Das nivelliert sich dann aus, die Bretter werde ich wahrscheinlich dann auch nicht mehr brauchen später, aber das kommt dann zustande. So, dann haben wir nämlich einen dauerhaften Einkauf von dem Baumaterial erstmal gewährleistet, denn ich habe ja jetzt durchaus vor, ich möchte natürlich noch ein paar mehr Gebäude errichten für Leute. 81, 73, das bleibt gleich und hier oben 122. Kann ja eigentlich bis zu dem... Oh, da kommt zum Kindergarten sogar zu Fuß hin. Sehr schön. Also das läuft hier wunderbar eigentlich. Also das haben wir jetzt ganz gut hingekriegt. Aber das war in der letzten Folge wirklich wichtig, dass ich das gemacht habe. So, Sportplatz war eine richtige Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Und dann hat er noch ein wenig dazu geschrieben. Außerdem kommt bald das Alter der ersten Einwanderungswelle, die meisten... in den beiden Häusern gekommen zum Tragen und sie sterben weg. Also es ist bald soweit, dass die Leute, die hier drinnen sind, quasi ein gewisses Alter erreichen, wo sie dann auf den Friedhof kommen. Es sei denn, ich baue mal einen Arzt oder sowas, damit man das Leben verlängert. Das ist natürlich noch ein Bedürfnis, was man auch dringendst vielleicht befriedigen sollten. So. Gut, den Kran, den haben wir ja nur für 7.000 gekauft, ne? Naja, gut, aber wir sparen also 24.000 an Personalkosten. Das ist schon mal nicht schlecht. So,
Gut, das mit den Feldern ist natürlich eine sehr gute Information. Das würde ich dann eher hier oben sehen. Umsetzung, da will ich ja nicht... nee, hier oben wollte ich das Holz machen, ne? Die Holzgeschichte. Das muss ich noch durchplanen und auch bauen. Das wird die hier auch vornehmen. Aber vorher machen wir die Teile hier noch fertig. Damit wir denn hier alles ankaufen können, was wir ankaufen müssen für den Bau, den wir dann brauchen und machen und tätigen. Und wie gesagt, das ist dann hier oben Holz und dann werden wir hier jetzt wahrscheinlich dann noch... Wo mache ich die Häuser hin? Sicherer wäre hier, ne? Wenn ich jetzt hier nochmal so zwei, drei Häuser hinbauen würde von diesem Typ. Weil dann... Die kommen noch bis zu dem Kindergarten, die kommen hier noch hin, weil dann kann ich hier unten... mache ich die Straße einfach lang durch hier, ne? Baue ich hier eine gerade Straße durch, ziehe das hier ran und kann dann hier mit Fußgängerüberwegen bis dahin kommen. Und dann können die, die hier wohnen, also wenn ich jetzt hier, oder ich könnte auch zwei, drei Häuser, ich muss mal gucken, wie passen denn die Häuser dahin. Vielleicht kann ich auch zwei Häuser einfach so quer da lang bauen. Quatsch hier. Nee, Bildung nicht, sondern Wohngebäude. Das sind die ganz, nee, das sind genau die, okay. Und welches ist das hier? Das sieht so aus, okay. Das hat wohl das 43 Mitarbeiter oder Arbeiter. Das sind schon Plattenbau. Da brauche ich die vorgefertigten Platten. Die müsste ich dann teuer einkaufen. Das will ich eigentlich nicht unbedingt, aber es sind ziemlich kleine Häuser. Was ist das hier? Plattenbau. Da passen nur 89 rein. Ja, nee, ich glaube, wir nehmen ja sowas hier mit 174. So einen könnten wir eigentlich hier hinbauen. Und so einen ganz großen Block nochmal. Oder den könnten wir auch hier unten noch ansetzen, oder? Den könnten wir direkt eigentlich hier unten noch ansetzen. Von der Seite. Kann ich mal ganz kurz die Kamera drehen. So. Ja, ein bisschen rausscrollen. Dann gucken wir mal, wie das denn hier aussehen würde, wenn der hier daneben steht. So, dann kriege ich die eine Straße auf jeden Fall noch glatt durch. Und ich habe die Einwohner alle hier in der Nähe von dem Shop. Strom habe ich hier auch noch. Theoretisch könnte ich hier noch zwei Gebäude daneben kriegen, ne? Zwei von denen könnte ich hier nebeneinander hinkriegen. Oh, das sieht schon mal so nicht schlecht aus. Die können einen Fußgängerüberweg. Und da vorne auf der Lücke, da wird sich schon was finden, was ich da hinbaue. Zur Not kommt da der Arzt hin. Oder ich baue das hier vorne hin. So, den Fußgängerüberweg müsste ich hier quer noch durchkriegen. Das dürfte sich ausgehen. Das sieht gut aus, ne? Also ich finde das gar nicht schlecht. Im Übrigen ist mir aufgefallen, dass ich relativ leise war. Ich habe jetzt mal ein bisschen das Mikrofon erhöht, in der Hoffnung, dass ihr mich besser versteht. So, Bürger kommen, ja, die kommen. Zufällige bestehende Wohnung entfernen, Gebäude neu. Zum Neugebäude, ja, nein, nee, wir lassen da uns noch mal ein paar Bürger liefern, aber das wird teuer, ne? Was brauche ich denn hier? Kies, Bretter, Beton, Asphalt, Stahl... Ich glaube, das baue ich hier hin und dann kann ich hier noch irgendwas kleines Versorgungsgebäude machen. Puh, das war aber auch wirklich laut wieder. Das sieht an ihn nicht schlecht aus. Finde ich gut sowas. Ich glaube, das machen wir. Ah, ich kann die Baustelle. Na gut, wenn ich sie jetzt setze, dann da kommt ja noch keiner ran. Das ist dann scheißegal. Diese ist denn da gestellt. Ja gut, den Kies und sowas können sie ja schon hinbringen, ne? Aber dann ist wieder Leute, wo Arbeiter hingehen. Nee. Aber wir wissen, wo wir das hinmachen. Ich will jetzt erstmal die Baustelle hier fertig haben. Denn die sieht jetzt schon richtig gut aus. Also das geht hier richtig rubbel die Katz voran hier. Sehr schön, das gefällt mir sehr gut. Und Stahl und Bretter haben wir noch. Und dann kann ja hier noch ein Kran hingebracht werden. Wir könnten jetzt theoretisch noch einen zweiten Kran kaufen, ne? Aber dann haben wir wirklich keine Parkplätze mehr. Weil der eine Kran kommt hier denn hin. Ah, ich muss noch ein Depot bauen, glaube ich. Was kostet mich denn so ein Depot? Depot für Straßenfahrzeuge. Oder kann ich die auch auf den Parkplatz schicken? Weiß ich gar nicht. Der Parkplatz kostet elektronische Komponenten. Okay. Depot für Straßenfahrzeuge. Wenn ich es bezahlen würde, kostet es mich 8000. Im Bau 420. Das ist dann ja auch nicht schlecht. Weil dann mache ich hier noch ein Depot für Straßenfahrzeuge hin. Irgendwo in die Nähe. Brauche ich einfach. Warte mal, das kann hier oben auch sein. Ah! Die Pläne gehen schon wieder den Bach runter. Kann ich das hier noch mit hinkriegen? Und da drauf nicht, ne? Nee, das ist zu groß dafür. Aber ich könnte es hier oben noch mit hinkriegen. Einfach so als Abschluss für diese Straße hier.
Da kann ich ja die Bagger hinbringen, ne? Die hier stehen, die kann ich ja dann nach oben bringen. Obwohl, eigentlich ist das ja... Ich weiß es nicht, ob wir das brauchen. Ist denn die Musik wieder so laut auf meinen Ohren? Warte mal. Ich drehe das noch ein bisschen leiser auf meinen Ohren. So. Gut. Kann sein, dass ich da dran rumgedreht habe. Ah, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Das mit dem Depot... brauche ich es nicht, ne? Also ich brauche ja den gedeckten LKW, will ich noch machen. Also das mit dem Feld, das will ich... Ach so, das mit dem Feld, das machen wir gleich. Ich glaube, ich baue hier erstmal... Ah, wie groß ist denn das kleine Feld? Ein kleines Feld reicht mir ja erstmal. Zum Ausprobieren reicht mir ein kleines Feld. Landwirtschaftliche Geschichte. Kleines Feld. Zum Ausprobieren reicht mir das ja vollkommen aus, wenn ich ein kleines Feld habe. Aber es muss natürlich in der Nähe von irgendwelchen Arbeitern sein. Und es muss in der Nähe von dem sein, was ich gerne... Was ist denn hier für eine Kante drin? Die fällt mir ja gar nicht. Wo kommt da diese Kante rein? Moment, wir machen mal das Grid an. Ah ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ja. Bitte schön, das bitte abtragen hier. Sowas brauchen wir hier nicht. Dann mache ich mir das Feld erstmal schon mal auf die Seite hier hin. Vorerst. Uiuiui, jetzt kommt aber hier der Schatten rüber. Der lange Schatten. Geht das mal ein bisschen größer hier. Tut mal euren Job hier so ein bisschen. Senkt das mal ab. Den Platz schaffen für landwirtschaftliche Grundfläche. Dann würde ich nämlich die Straße hier noch ein bisschen weiterziehen, die hier ist, und dann würde ich hier so war so weit draußen. Na gut, ich kann eine Baustelle hier hinbringen, auch wenn sie hier arbeiten wollen, weiß man nicht. Schon mal interessanter aus oder was. Absenken. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das so günstig ist, aber das sieht echt gut aus. Also da, wie die Arbeitstage da runtergehen durch den Kran, das ist echt toll. Also das ist der Tipp, der war dann echt Gold wert, weil der bringt mich jetzt richtig voran, also weil das dann auch wesentlich schneller alles geht und ich nicht viel mehr Arbeiter brauche. Vielleicht sollte ich aber doch vorher nochmal dann über eine kleine Siedlungs- oder Ansiedlungspolitik oder eine kleine Wohnung für meine Leute sorgen, damit ich da auch genügend Arbeit habe. Ich weiß ja nicht, wie viel Arbeit ich jetzt hier auf dem Feld brauche, aber zum Aussehen brauche ich wahrscheinlich nicht allzu viel oder mal kurzzeitig ein paar. Ich würde sagen, wir bauen... Wo ist das Feld hin? Aber so ein Feld ist schnell abgerissen. Also das, ich glaube, das kostet nicht allzu viel, wenn man da jetzt sagt, okay, jetzt habe ich da ein Feld hingebaut, dann will ich dann nicht mehr haben an dieser Stelle. Ich glaube, das ist dann nicht so schlimm. Glaube ich zumindest. Ah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, nee, das sollte recht schnell gehen, das. Bring ich das hier alles auf diese Höhe, ne? Ordentlich Erdarbeit machen. So, dann muss ich das nachher hier irgendwie damit vereinbaren, dass ich das hier alles auch schon mal zum Teil planiert habe. Naja, wir werden sehen. So ganz auf dieser Höhe können wir nicht bleiben, aber wir werden erstmal auf dieser Seite hier auf dieser Höhe bleiben. Das ist übrigens auch das, war mein Lieblingstool in damals Godos. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ein Early Access Titel. Wo man so ein bisschen Gott spielen konnte. War auch von den Machern von Black and White, glaube ich. Zumindest vom gleichen Game Designer. Und ja, da war auch meine Hauptaufgabe, wenn ich dann genügend Punkte zusammen hatte, dass ich dann erstmal die Gegend planiert habe. Das mache ich sehr gerne. Das habe ich damals schon bei SimCity gemacht. Ich habe das gehasst, eine Karte zu haben, wo ich habe immer mehr, also bei SimCity 2000. Ist ein altes Spiel, ich weiß, aber ja, habe ich sehr viel gespielt. Und zwar habe ich dann immer eine Meerkarte gemacht, dass ich so einen kleinen Meeranschluss hatte. Hab mir einen riesengroßen Berg direkt ans Meer gestellt, wo ich dann hab Wasserfälle runtergebaut, damit ich an Elektrizität durch Wasser kam. Und ja, das habe ich dann fleißig bewirtschaftet dort dann. Ja, war schon ganz lustig. Ich glaube, ich brauche jetzt gleich jede Menge Kraftstoff hier für meinen LKW, für meine Fahrzeuge, aber soll mich nicht stören.
So, und natürlich, ach, apropos, ne? Was natürlich wahrscheinlich noch wesentlich mehr Geld bringt, ist Alkoholexport, ne? Das wollte ich mal nachgucken. Also wenn ich jetzt Korn einkaufe, Alkohol draus mache, dann müssen wir mal gucken. Hier, Alkohol bringt 268 und jetzt müssen wir mal ganz kurz in die Produktionsstätte gucken für Alkohol. Die Brennerei, oh, 5 müssen wir da kaufen. Da müssen wir 5 mal 20, 100 einkaufen. Naja, mal 160 gewinnen. Ja, na gut, das ist bei der Nahrungsmittelfabrik ja ähnlich. Aber hier werden erstmal sehr, sehr viele Arbeiter drin verschwinden, dann, wenn dann das hier in Gang geht. Dürfen es aber auch. Das ist, eigentlich, ja, dürfen es auch. So, jetzt haben wir hier ordentlich planiert, auf dieser Seite. Und dann werde ich jetzt hier wirklich quasi eine Bushaltestelle hier unten hinbauen. Ja, da muss ich hier Straßen hinziehen, da Straße hinziehen. Also hier die Straße wird verlängert, dann kommt hier, kommt dann ein so ein langer Block noch hin. Der wird gebaut, bevor dann das Feld da ist, weil das Feld kostet mehr ja auch lauter Arbeiter. Und dann haben wir hier so eine doch extreme Stufe drin. Das müssen wir hier ein bisschen, das müssen wir jetzt hier smooth machen. Da darf ich dann mich auch später nicht verleiten lassen. Dass ich das... Ah, also arbeiten sie aber ziemlich schnell ein hier. So ein bisschen so vom Angleichen her so ein bisschen gleichmäßig machen, damit wir denn da auch, wenn wir hier denn mit der Straße runtergehen, weil das ist hier schon ein Tal, aber dann ist das hier nicht ganz so wild. Ich habe jetzt auch Anebenen-Durchschnitt, genau. Dass sie so ein bisschen durchschnittlich eine Höhe kriegt. Das ist schon ganz cool, glaube ich. So. Eigentlich soll hier ja ein großer Warenumschlag hin. Also hier soll ja eigentlich der Import hin von bestimmten Sachen, was wir denn mit Zügen abholen. Also hier müsste eigentlich auch noch ein Warenhaus entstehen. Aber gut, das haben wir jetzt hier eigentlich. Ne? Und das muss hier mit dem Zug dann auch weggehen. Damit ich dann mit dem Zug quasi die Waren hier hinbringen kann in ein Warenhaus. Und das dann transportieren kann. Ist jetzt noch nicht ganz so wichtig, aber wichtig wird es, wenn man halt eben wirklich dann, hier hinten irgendwo unterwegs ist und mitten auf der Karte und dann muss man, dann sollte man das schon mit eigenen Transportmitteln, glaube ich, die Waren dahin transportieren und nicht den Versand dafür bezahlen, weil der Versand, und das ist etwas, was bei dem anderen Spielstand ja war, hat ja sehr viel Geld gekostet und hier sind die Versandkosten ja verschwindend gering, also beim anderen hatte ich ja mehr Versandkosten als alles andere. So. Was ist das für ein Graph? Der rote, das ist Import von Ressourcen, der geht langsam runter sogar. Okay. Importiere nicht mehr so viele Ressourcen. Sowjetischer, naja gut, aber wohl. Warte mal. Letzter Monat. Na ja, gut, da habe ich das Baumaterial gekauft. Ja, doch. Nivelliert sich also wieder auf ein erträgliches Maß. Wie sieht es denn aus mit meiner Bevölkerung? Wie viele Fluchten habe ich noch? Jetzt habe ich 0 Fluchten. Diesen Monat, letzten Monat immer noch 85. 380 Fluchten hatten wir. Und die Bevölkerung steigt sogar leicht. Also das haben wir... Oh Gott, das wäre so zu teuer. Das war so teuer, ne? Diese 5000 immer ausgeben für 10 Leute. Das war so verdammt teuer. Ah, da hätte ich schon so viel Geld sparen können. Da sind garantiert auch bestimmt 30.000 mal draufgegangen. Das war echt selten dämlich. Okay, also die Grundbedürfnisse, die müssen wir hier wirklich befriedigen. Klamotten, Nahrung, Elektronik, ein Kindergarten. So. Wenn wir jetzt noch eine Schule hier dazu bauen, da ist die Frage, also okay, ich werde jetzt die Straße werde ich schon mal, das kann ich machen. So, und zwar werde ich die hier dann einfach gerade mal verlängern hier durch. Das wird auch eine längere Straße sein. Einfach damit das schon mal feststeht, wo wir hier lang gehen. So. 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 Ich glaube, dieses dann. Ich überlege, ob ich das Feld hier mit reinbaue. Oder ob ich hier jetzt wirklich die Fleischindustrie noch mit dazu tue. Das müssen wir mal gucken, wie es aussieht, wie es reinpasst, ne?
Aber das würde ich jetzt so erstmal genehmigen, weil wenn ich das mit Ruhe finanziere, ist das 11.000, ne? Das sind über 200 Tonnen Kies und 9.200 Arbeitstage. Also da sind jetzt auch wieder Leute Ewigkeit mit beschäftigt. Aber die Straßen, die werden wir dann erstmal setzen, dass wir das Straßennetz fertig haben. In der Zwischenzeit wird hoffentlich diese Baustelle fertig sein. Also die ist ja wirklich sehr, sehr weit. Hier müssen dann noch ein paar Sachen rangekarrt werden. Ich weiß nicht, ob in der letzten Baustufe auch Baustellenfahrzeuge da sind, also ob der Kran da bleibt oder nicht. Das werden wir sehen. Aber das sieht auf jeden Fall fetzig aus, wie dieser Kran da steht und so. Also wie er auch wirklich denn hier so an der Ecke steht und das dann da so langsam, wenn jetzt noch einzelne Frachten nach oben getragen werden würden am Haken, wäre das natürlich echt noch, noch toller. Ich mach da mal ein Foto von. Der Turmdrehkran ist echt wunderbar. Also das ist genau das richtige Bauteil. Also das war genau der... danke nochmal für diese Tipps, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich recht herzlichen Dank. Und wenn ihr ähnliche solche, sagen wir mal, Tipps habt, naja, es muss jetzt nicht so ganz hardcore jeder Tipp sein oder alle Kleinigkeiten verraten werden, aber so ein paar Sachen, die dann hier quasi mich jetzt ein bisschen beschleunigen würden, wären schon ganz gut. Aber ich denke mal, da ja jetzt nicht ganz, ganz laut gesagt wird, was treibt ihr da, sondern dann doch schon eher gesagt wird, so, ja, ja, das kann man so mal machen und so, es scheine ich ja nicht ganz auf dem verkehrten Weg zu sein. Also ich weiß nicht, ob das hier mit dem kleinen Bus eine gute Idee war oder nicht, den gekauft habe, aber Herrgott, sitzt eh keiner drin. So, hier wartet nämlich keine Sau, ne? Keine Arbeiter. Ne? Das liegt ja daran, dass wir wahrscheinlich keine freien Arbeiter haben. Aber hier wohnen 81 Leute immer noch drin und hier wohnen wahrscheinlich immer noch 71. Irgendwie sind mir doch zwei abhandengekommen. Haben wir Flüchten? Flüchten haben wir keine, aber 6 Todesfälle. Okay, das steigt jetzt langsam. Geburten haben wir 46. Das fällt langsam, aber wir haben auf jeden Fall 6 Todesfälle, so langsam aber sicher. Also wir müssten da vielleicht doch auch einen kleinen Arzt mal konsultieren, dass der was macht. Und dann können wir hier jetzt die Baustelle, ich glaube, ich werde die Baustelle für den neuen Block auch schon ansetzen. Den braucht man nämlich unbedingt. Und ich finde diesen großen Block, der sieht eigentlich ganz gut aus. Ach, da wird schon bei Bildung angeklickt. Guck mal, was kostet so eine Schule? Wenn wir die bauen lassen würden, kostet die 10.000 Rubel. Das ist eigentlich nicht schlecht, wenn wir das machen würden. Ne? Wie groß ist so eine Schule? Oh, das geht ja auch. Das könnte ja hier daneben hingehen. Ah, dann kriege ich den großen Block nicht mehr dazwischen. Ne? Also der lange Block, der würde nicht passen, glaube ich. Passt die Schule denn hier daneben? Oh, die passt da daneben. Das ist natürlich auch cool. Dann können die Schüler schon mal gucken, wo sie später arbeiten müssen. Entschuldigung. So fies wollte ich gar nicht sein. Ah, sie passt daneben, ne? Ich muss hier nochmal die Hochspannung in die Richtung rüberziehen und dann hier nochmal einen Umschaltkasten auf der Seite bauen. Aber das kommt auch noch später. Also die Schule würde direkt da daneben passen. Wie sieht das denn aus jetzt mit dem großen Wohngebäude? Wohnblock. Wird, also pass auf. Den können wir ransetzen bis dahin, dass der quasi, ich muss da mal jetzt mit dem Finger hinzeigen, also wo der jetzt aufhört. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder, okay. Dann gucken wir nochmal, wo die Schule aufhört, wenn wir sie da hinsetzen wollen würden. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wenn diese Straße hier vorne ein bisschen anders strukturieren, wenn wir die ein bisschen anders setzen, ne? Könnten noch wieder. Das ist ganz knapp, dass es nicht passt. Ja, weil der Block, der guckt ganz leicht in die 6. Kiste rein. Alles rum. So, jetzt ziehe ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, der guckt ganz leicht mit rein. Das passt so ganz knapp nicht. Ist das fies.
Na gut, ich setze den jetzt mal hier, ne? Der soll da gebaut werden. So. Und dann gucke ich einfach, ob ich die Schule jetzt wirklich nicht daneben kriege oder ob ich sie daneben kriege. Bildung, Schule. Mit ein bisschen Glück kriegen wir sie hier dazwischen gefriemelt. Wir kriegen sie hier dazwischen gefriemelt. Sehr schön. Straße nach unten, das war gut. Na, dann wieder zurückdrehen. Wir kriegen sie dazwischen gefriemelt. Ach, das ist gut. Da ist es. Oh, das geht runter wie Öl. Ist das schön. Oh. Entschuldigung. Sehr schön. So, dann ist die Schule auch da dran. Und dann werden wir jetzt ein paar Fußwege noch legen. Fußwege müssen ja auch sein. So. Dann werden wir jetzt erstmal hier einen Fußweg so quer durchlegen. Der denn, Huch! Oh! Absturz! Uiuiuiui! Dann werden wir mal gucken, wann der letzte Safe-Punkt war. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Spiel laden. Last Autosave. 26. 22.26 Uhr war der letzte Autosave. War es ein paar Minuten her. Die Straße haben wir schon und es ist Tag. Okay. Gut, dann werden wir jetzt. So, probieren wir nochmal. Wenn er dann wieder abstürzt, dann haben wir. Dann das ist mir nicht so cool, aber. Denke ich mal erstmal nicht dran. So, wir brauchen hier. Das Wohnhaus. Wohngebäude Ziegel. Das passte hier genauso rein, dass wir das hier setzen können. Das finde ich schon mal gut. Und dann hatten wir hier gesetzt die Schule. Die passte dann hier direkt daneben. So. Und dann wollten wir setzen ein paar Fußgängerüberwege oder Fußgängerwege. Nee, das sind Straßen. Das wollten wir nicht. Fußgängerwege. So, und zwar wollte ich von hier hinten, aber die Baustelle ist ja noch nicht fertig. Aber vielleicht hat ihm das ein bisschen fertig gemacht. So, ich würde sagen, wir bauen mal hier so einen. Kann ich da einen quer rüber bauen? Wir bauen hier einfach mal einen, der so ein bisschen bis hierher geht. Oder kann ich den. Kann man wieder. Müssen gucken, ob wir das sinnvoll abgerissen kriegen nachher. So. Den Weg kriegen wir jetzt erstmal hier hin. Kann sein, dass das, weil die Straße hier nicht fertig ist, dass ihm das dann irgendwie gestört hat. Das könnte ich nachvollziehen, wenn ihm sowas stört. Das will er auch nicht. Gucken wir mal, wenn wir da ein Stückchen von. Nicht alles wieder wegreißen, ne? Den Fehler machen wir öfter noch. Momentan. So, wir gehen erstmal. Ne, das machen wir nicht. Mal rot, danke. Wir gehen erstmal bis hier hinten her. Und dann gucken wir mal. Ah, das sieht doof aus. Naja, auch wenn es doof aussieht, machen wir es so. So. Den Shop damit anbinden, dass der per Fußweg erreichbar ist. Und hier ein bisschen rüber. Das anbinden, das anbinden, das anbinden. Das muss ich eigentlich jetzt erstmal nicht anbinden. Dann würde ich hier einen quer rüberlegen. Einen da durchlegen. Den da anbinden und den da anbinden. Dann können die da alle in den Shop reingehen. Kurze Wege sind immer gut. So, dann haben die von dem Haus auf jeden Fall die Möglichkeit, ziemlich schnell hier oben hochzukommen, über den Fußweg bis dahin. Dann können die hier einkaufen gehen. Die müssen eigentlich noch, naja, doch, die müssen, nee, ja, hier drüber, über diese Verwinkelung, warte mal, das müssen wir nochmal anbinden hier, dann müssen wir hier nochmal ein bisschen länger werden. Und dann ziehen wir hier nochmal einen Fußgängerweg so durch. Und hier ist auch einer geplant anscheinend. Der ist auch noch nicht fertig.
So, dann haben wir ja jede Menge Fußgängerwege geschaffen, wo die Leute alle lang flitzen können. Dann können die nämlich auch relativ schnell hier zu dieser Schule kommen. Die kommen gut zur Schule, die kommen gut zur Schule. Von der Bushaltestelle kommen sie zur Schule. Dann können wir da oben Schüler anmachen, dann können die auch ein paar Schüler runtergefahren werden und dann haben wir auch noch eine Schule im Betrieb. Ich würde sagen, das sieht sehr gut aus. Das genehmigen wir erstmal so, den ganzen Bau. Da hat unser Kieskutscher richtig was zu tun. Ich glaube, ich müsste bald mal hier nicht nur noch einen Kieskutscher einstellen oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. So, oh, was ist jetzt los? Ist das fertig? Das Gebäude ist fertig und hier sind 24 Arbeiter drin. Wir haben es geschafft. Unsere Nahrungsmittelfabrik ist fertig. Aber in Betrieb nehmen wir sie in der nächsten Folge. Hier sind 24 Arbeiter drin von 170 möglichen. Da müssen wir natürlich jetzt ein paar runternehmen, damit dann nicht alle Leute da reinrennen, damit wir auch ein bisschen was noch draußen haben. Machen wir 30 Mann, dass hier 30 Mann drin arbeiten dürfen. Und dann, ja, den Rest, den stellen wir dann gleich noch alles ein. Ich bin begeistert. Das Gebäude ist fertig. Das Gebäude wird erstellt. Und hier beim Straßenbau sind sie auch schon fleißig dabei. Dann wird hoffentlich hier irgendwann dieses ganze Fußgängergelöt noch fertig gebaut. Hier, was ist da los? Da fehlen überall nur Leute auf der Baustelle. Die Ressourcen sind alle da, ne? Den Kies haben wir überall schon hingebracht. Also es liegt daran, dass uns wieder Leute fehlen. Und deswegen dürfen wir die Fabrik jetzt noch nicht allzu sehr belasten. Aber ich freue mich darüber und wir werden in der nächsten Folge den Export von Nahrungsmitteln bzw. die eigenen Nahrungsmittel hier anliefern und sie dann exportieren lassen. Das werden wir umsetzen. Ja, oder? Ach komm, das machen wir jetzt noch. Los, shit egal, das machen wir jetzt noch. So, wir sagen jetzt nämlich hier einfach mal Ressourceneinkauf. Kauf dir immer so viele Pflanzen automatisch ein, dass du immer 4 Tonnen Pflanzen hast und produziere daraus Nahrung. So. Produktivität ist jetzt nicht die höchste hier, das ist aber klar, das war zu erwarten. So, dann nehmen wir uns an unserem Depot, kaufen wir uns einen LKW, der geschlossener LKW sein muss und der Nahrung transportieren kann. So, jetzt haben wir hier so einen ganz kleinen, der kann fast nichts fahren, das bringt ja nichts, ne? Also würde ich sagen, nehmen wir hier so einen geschlossenen LKW für 5000 oder nehmen wir den hier. Der kann 2,3 Tonnen fassen, der kann 3,5 Tonnen fassen. Der sieht aus wie ein W50, den finde ich irgendwie ganz cool. Der sieht auch so aus, der kann 6,5 Tonnen fassen, aber der ist mir bald ein bisschen zu groß. Das sieht irgendwie doof aus, der kann 6 Tonnen fassen. Ist auch nicht schlecht, geschlossener LKW. Wir nehmen den. Den finde ich jetzt von der Optik am schönsten. Tschechoslowakei kommt da. Wie gesagt, ich hätte gerne einen aus der GDR, aber der 3,5 Tonnen werden jetzt eingeladen und die kann er dann abladen und dann nach, Moment, jetzt muss man noch einmal ganz kurz hier, dann muss er nach hier hin, dann muss man natürlich beim B-Laden sein, Nahrungsmittel, Essen, so, bitte Essen einladen, so viel wie du kannst, warten bis du voll bist und danach fährst du hier hin und machst Entladen 100%, jo, und danach fährst du hierhin zum Entladen. So. Dann kann er nämlich beim Zollhaus den Rest entladen. So, und dann haben wir nichts auf Lager, das macht aber nichts. Das starten wir jetzt. Und dann ist der LKW unterwegs. Und dann fährt er jetzt nämlich hier zu unserer Nahrungsmittelfabrik, die schon immerhin, naja, fast den halben LKW voll hat. Knapp 3 Tonnen hat sie schon produziert. Strom hat sie genügend, na nicht ganz genügend. Sondern Strom müssen wir jetzt nur so langsam was hier gucken, was da los ist, ob das jetzt an den Leuten liegt, die hier nicht drin arbeiten. Kann ich da noch, nee, mehr kann ich nicht hinzufügen, also das könnte so eine Sache sein von, dass nicht genügend Leute arbeiten und deswegen die Leistung nicht zur Verfügung steht. Ist möglich, ist durchaus möglich. So, und der LKW ist jetzt hier und der ist jetzt voll beladen. 3,5 Tonnen haben wir jetzt, gut, die wird jetzt natürlich auf Anhieb alles hier los. Hier fährt er zweimal hin, und da ist immer noch alles los. Deswegen ist ein bisschen das Umsonsten hier hochfahren, aber das ist erstmal am Anfang noch egal. Das soll ja später uns was bringen, denn jetzt haben wir nämlich ordentlich Nahrungsmittel hier auf Lager. Wir könnten hier jetzt auch die Lagermenge, kann man glaube ich auch, das will ich gar nicht. Empty Whole Storage Line will ich auch nicht. Kann man nicht sagen, dass man hier den Lagerbestand verringern will. Und gut, dachte ich, hätte ich das gekonnt. Aber gut, was soll's. So, jetzt fährt er natürlich dann bis da hinten runter. Und dann sehen wir jetzt hier, während er eine Tour fährt, sind denn hier unten auch schon wieder über 3 Tonnen drin. Das heißt, die 3,5 Tonnen, die er dann laden kann, sollten dann immer nachproduziert werden mit den 18 Leuten. Dass wir dann doch einen größeren LKW nehmen können, weil er dann. Ich habe gedacht, dass es wirklich nicht so schnell produziert. So, der fährt jetzt hier natürlich in den Verkauf. Fährt da mal ganz kurz rein.
Quer da wieder raus. Wieder fährt er natürlich den hier unten lang, weil er einen kürzeren Weg hat. Jetzt muss er jetzt hier oben durch, da lang und da rüber, weil er hier nicht durchfahren kann. Das ist ja auch so doof. Das ist halt so. Dann könnte man hier vielleicht noch eine kleine Mini-Strecke bauen, damit er schnell rumfahren kann. Aber wie wir sehen, hier wird ja schon fleißig gebaut. Also die Baustellen, die sind ja hier jetzt schon ganz gut bestückt, belegt. Oh, hier die Straße ist schon fertig. Sehr schön. Also hier die Straße ist dann die nächste, die fertig werden muss. Da ist auch eine Raupe drauf. Ja, gut. So, dann haben wir jetzt 3,4 Tonnen haben wir jetzt da schon liegen. Der ist immer noch nicht da. Aber da tanken muss. Ja, ist natürlich auch so eine Sache, ne? Dann haut er jetzt erstmal ordentlich rein in den Tank hier. Dann geht das Geld erstmal runter. So, wie sieht es bei euch aus hier mit dem Essen? 3,5 Tonnen. Ah, da wenn die erste halbe Tonne können wir schon verkaufen gleich. Können wir gleich noch beobachten. Also da, soweit gucken wir jetzt noch zu, wie er hier gleich die erste halbe Tonne verkauft. So, Lebensmittelmarkt, den müssen wir mal daneben schieben. Lebensmittelfabrik. Die schieben wir mal hier so. Ja, die machen wir gleich klein. Also da sehen wir ja, die hat genug Materialien. Er wird jetzt hier ranfahren, wird sich vollladen mit 3,5 Tonnen Essen. So, das geht rubbel die Katze hier. So, dann ist er beladen. Jetzt können wir die Lebensmittelfabrik durchaus noch mit noch weniger Arbeit dann bestücken. Und die Produktivität etwas geringer halten. Wir machen mal 15 Arbeiter. Und gucken mal, ob das denn hinkommt. So, jetzt fährt er hier ran und entlädt Essen. Da entlädt er jetzt circa knapp unter 3 Tonnen. Also müssen noch ein bisschen über eine halbe Tonne drin bleiben. 640 Kilo Nahrungsmittel haben wir hier jetzt noch im LKW. Und die werden jetzt hier gleich exportiert. Das ist ja klasse. Hätte ich nicht erwartet, dass wir das wirklich jetzt hinkriegen schon. Also was das in der Folge soweit kommt. Aber wie gesagt, nochmal danke für die Hinweise. Also wirklich sehr, sehr großes Dankeschön daran. So, und dann fährt er jetzt hier runter. Ich weiß nicht, ob der Verbrauch von LKWs unterschiedlich ist. Weil dann würde es sich wirklich lohnen, einfach nur die ganz großen LKWs zu nehmen. Ich will aber auch so ein paar kleine LKWs unterwegs haben, damit wir auf den Straßen noch ein bisschen Abwechslung ist und nicht immer der gleiche LKW durch die Gegend fährt. So, und jetzt kriegen wir Geld für die Nahrungsmittel. War jetzt nicht allzu viel, aber es war immerhin etwas Geld. So, wir können mal gucken, was... Was haben wir heute eingenommen? Im sowjetischen Block haben wir 2600 eingenommen. Wenn man jetzt nur vom 1. bis 4. September nimmt, da sind wir bei 2800 Einnahmen. Ja, sieht man nicht, was man jetzt an Nahrungsmittel eingenommen hat, oder? Weiß ich nicht. Aber das sollte jetzt natürlich mit dem Essen sehr gut funktionieren, weil beim nächsten Mal sollte er mehrere Tonnen abliefern können, da in unserem Lager hier ja so viel nicht verkauft wird. Aber da sieht man mal, wie viel doch verkauft wird in dieser kurzen Zeit. Und das ist ja richtig toll. Das ist richtig gut. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. So. Auf geht's mit dir. Aber hier wird auch gebaut. Da sind ein paar Arbeiter dran. So, wie sieht's hier drin aus? Wie viel hast du noch im Lager? 1, ein bisschen was Tonnen. Bei 11 Arbeitern. Ja, es könnte ein bisschen zu wenig sein. Wir werden sehen, ob er warten muss oder nicht warten muss. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie viele Tonnen bleiben drin. 3,2 Tonnen bleiben drin. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch ungefähr einen Zuwachs von, lass mich lügen, Pi mal D mal Fensterkreuz, 125 mal 3 müssten also jetzt reinkommen. Das wären 250, das wären über 300 Kronen, die dann relativ schnell hier hochzählen. Wenn er im Tank, wenn er im Port steht. Momentan ist sowieso Geld ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir gerade keinen Stromverbrauch haben oder ob wir gerade wieder noch andere Sachen verkaufen oder so. Nö. Ach, jetzt kommt der auch noch gleich hier zum Export. Ah, ne, der steht da drin zum Export. Ach so, deswegen haben wir gerade ein bisschen schneller das Geld verdient. Also jetzt müsste denn hier auch relativ schnell, jetzt tankt einer, das Geld hochgehen um ca. 375, also zack, ca. 400 Kronen. Also wir müssen jetzt relativ schnell bei 111.000 liegen. Hat doch wunderbar geklappt. Genauso wie erwartet. Sehr schön. Ich bin begeistert. Und wenn wir denn mehr Leute haben, die denn hier auch arbeiten können und die dann auf den Baustellen noch was tun, ich weiß gar nicht, da sind jetzt gar nicht so viele da, ne? Macht nichts, aber der Turmdrehkran ist da und der sorgt dafür, dass das jetzt hier ordentlich vorangeht und die Arbeitskräfte eingespart werden. Und dann sollte es dann auch hier bald soweit sein, dass denn hier genügend Fahrzeuge auf den Baustellen sind, damit hier alles fertig wird und die Straßen alle fertig gebaut werden.
Und dann gucken wir mal, dass wir hier quasi die Fleischindustrie noch dazwischen kriegen. Und ich werde dann hier ein Feld ansetzen. Also hier wird ein Feld angesetzt und dann müssen wir natürlich dann eine Baustelle machen für die das kann. So, und wir müssen hier nochmal den Strom rüberlegen und wir müssen dann gucken, hier habe ich da eigentlich auch Arbeiter rausgenommen. Ne, mehr kann ich da nicht dazu tun. Also da ist dann irgendwann Mati am letzten. Da müssen wir dann entweder mit dem Export aufhören von Energie oder wir müssen gucken, dass wir ein zweites Kraftwerk in Betrieb kriegen und das dann mit ankoppeln können hier. Ah, könnte auch interessant werden. Der Anschluss ist aber auch fürchterlich weit, ne? Hat der irgendwie noch einen anderen Fußweg irgendwo noch? Hat er nicht, ne? Naja, ab und zu müssen sie halt hinlaufen. Naja, gut, okay. Gut, ist halt so. Aber das wird toll. Gut, haben wir wieder 40 Minuten voll gekriegt. Einen kleinen Absturz hatten wir dazwischen drin. Wir haben Export von Nahrungsmitteln jetzt aktiv unterwegs. Wir werden mit jedem LKW, der fährt, ungefähr 3 Tonnen verkaufen. Das heißt, mit jedem LKW ungefähr 400 Kronen, nee, Rubel machen. Also der rollt dann hier mit jeder LKW-Fahrt. Also der wird sein Geld sehr schnell verdienen. Und hier arbeiten halt die Leute und momentan sieht es nicht so aus, als ob man großartig warten müsste. Und jetzt hat er noch wieder was abgeliefert. Also das läuft eigentlich ganz gut. Die nächsten 400 Rubel, also immer wenn er da ist, haben wir den nächsten 1000er voll. Sehr schön. Das ist gut, weil so kriegen wir dann auch langsam aber sicher ein bisschen mehr Kohle hin. Damit wir dann uns auch irgendwas mal wieder für Schnellbau leisten können, beziehungsweise die ganzen Materialien bezahlen können, die wir halt brauchen. Weil so ein bisschen was müssen wir doch noch bezahlen für die Häuser, aber wenn das jetzt so schleichend immer nebenbei läuft, gut, es wird interessant jetzt, wenn das Gebäude hier gesetzt wird, ne, wenn jetzt wirklich dann hier da oben der Stahl in Massen abgeholt wird, wird das natürlich dann mit der Bezahlung etwas, oder mit dem Geld wieder ein bisschen runtergehen. Und natürlich, wenn hier die Leute, die hier einziehen, die kosten uns auch richtig Geld. Also da wären 30.000, 40.000 sind dann nichts direkt für dieses Gebäude nochmal mit Leuten. So, hier sind es 81, hier sind 73 wieder. Sehr schön. Und hier sind es immer noch, da sind es 129 schon. Also es wären mehr Leute sogar. Und da werden wir natürlich später das Problem, dass wir auch einen Wohnraum schaffen müssen, der Leute beherbergt, die bei uns geboren wurden und bei uns groß wurden. Bis denn. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ja, könnt ihr gerne natürlich einen Daumen nach oben da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig auf jeden Fall über jede Art der Kommunikation und der Interaktion bedanken. Und ja, ich freue mich riesig über dieses Spiel und habe riesig Bock darauf, weiterzuspielen. Das merkt man daran, dass die Videos so lang werden. Bis denn. Tschüss.